Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Ich habe wieder mal überlegt, was könnten wir in unsere Stadt reinbauen. Und in der letzten Folge hat einer was vorgeschlagen, und zwar wäre es mal wieder Zeit für ein Lebensmittelgeschäft. Und da dachte ich einfach mal, hey, wie wäre es mal mit einem Aldi? Und diesen Aldi wollen wir natürlich nicht nur als Deko hinstellen, denn unsere Stadt muss natürlich ernährt werden, und daher müssen wir es einrichten. Ich zeige dir in der Folge ganz einfach, wie man sich den hier so ein bisschen gestalten kann, damit man auch seinen Spielspaß mit dem Aldi haben kann. Ich glaube nicht, dass das hier einer gesagt hat, dass man im Aldi Spielspaß haben kann. Naja, jedenfalls wollen wir uns den so basteln. Und wie das geht, zeige ich dir heute. Von daher schnapp dir deine Blöcke und dann geht's los. Heute beginnen wir erstmal, uns ein bisschen Bruchtiefenschiefer rauszuholen. Davon die polierte Version und Stufe. Ein bisschen grauer wie hellgrauer Beton. Nochmal hier unsere Bruchtiefenschieferstufe. Denn polierter Basalt. Ja, für die Glasscheiben heute nehme ich mal einfach weißes Glas und dann nehmen wir uns auch ein bisschen weißen Beton raus. Wir legen dann erstmal los mit dem Grundriss. Dafür nehmen wir jetzt unsere Bruchtiefenschiefer einmal raus. Ich fange heute in der Ecke an. Einfach mal hier so zack, so eine Ecke hin. Dann machen wir daraus einen richtigen Viereck, indem ich dann meine polierte Version dahinter noch setze. Und jetzt gehen wir, ja, wie fangen wir am besten an? Ich würde mal sagen, ich gehe jetzt einmal nach oben weg. Da setze ich mir jetzt hier so eine Zweierreihe auf eine Dreierlänge, so eine Stufenreihe hin. Dann kommen zweimal unsere polierten Blöcke hin. Dann lassen wir drei Blöcke Platz für unsere Tür. Dann haben wir wieder so ein zweimal hier unser polierte hin. Dann zweimal unsere Stufen. Und jetzt machen wir wieder so eine Ecke mit unseren Bruchtiefenschiefer. Nur, dass ich jetzt hier in die Winkelhalter einfach mal weißen Beton einbaue. Gut, sobald wir das haben, geht es wieder weiter mit unseren Stufen. Wieder so ein Viereck hier einmal. Wieder unser Bruchtiefenschiefer. Dann machen wir jetzt wieder so eine Ecke, wie wir angefangen haben. Und hier in ja, da wo frei ist, nochmal unsere polierte Version. Gut, dann gehen wir jetzt wieder einmal nach oben. Dann wieder so ein Vierer einfach mal jetzt hier von unseren Stufen. Dann wieder, nee, halt, dann nehmen wir einmal unser Bruchtiefenschiefer. Da gehen wir jetzt nach oben zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke an sich. Auf der innenliegenden Seite nehmen wir dann nochmal unsere polierte Version. So, dann gehen wir einmal nach hinten weg. Jetzt müssen wir ein bisschen zählen. Und zwar sitze ich hier noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. So, 32 Blöcke können wir hier einmal hinten langziehen. Dann nehmen wir noch gleich einmal unser weißes Beton und ziehen uns schon mal den Grundriss, sag ich mal, für die innere Fläche. So, das sehen wir hier einmal so lang. Ich zähle jetzt hier mal nicht ab, wie weit wir hier zählen müssen, sondern ich gucke jetzt einfach mal hier. Jetzt haben wir hier noch 8 Blöcke. Ja, achten wir darauf, dass wir 8 Blöcke hier überstehen haben. Ja, und dann könnt ihr hier einfach euren weißen Beton so lang ziehen. Nach vorne ziehen wir den uns erstmal noch nicht. Gut, dann fange ich jetzt hier hinten auf der Rückseite noch weiter an. Da setze ich mir jetzt nochmal 2 weitere Blöcke. Dann nehmen wir einmal unseren Basaltblock. Den ziehen wir jetzt mal auf eine Höhe von insgesamt 4 Blöcke. Könnt ihr hier einmal machen. Lasst dann 5 Blöcke Platz und dann setzen wir hier nochmal 4 Stück einmal hin. Auf dem Basalt nehmen wir nochmal unsere polierten Stufen. Die können wir einmal nur auf der äußeren Fläche hier einmal oben drauf platzieren. Und dann noch einmal darunter. Genau. Gut, dann nehmen wir wieder unsere Bruchtiefenschiefer einmal raus und ziehen das jetzt hier weiter nach vorne weg. Und zwar nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Blöcke. Dann kommt einmal hellgrauer Beton. Dann gehen wir mal nach vorne weg. Hier könnt ihr gerne 1, 2, 3, 4, 5 mal unsere Bruchsteine hier Stufen nehmen. Dann kommt wieder einmal grauer Beton. Dann wieder zweimal unseren oh Gott, der Name war Bruchtiefenschiefer, so nochmal dahinter. Dann gehen wir nochmal 4 Stück zur Seite nach oben einmal rein. Und jetzt sind wir natürlich wieder auf unserer Vorderseite angelangt. Da fange ich am besten wieder einmal hier vorne bei der Ecke an, dann geht das vielleicht ein bisschen flotter. So, jetzt hier zur Seite wieder dreimal hier unsere Stufen hin. Dann kommt wieder unsere polierte Version, dann wieder unsere Stufen hin, jetzt aber auf eine Viererlänge. Wieder unsere polierte Version, dann wieder viermal die Stufen hin. Wieder unsere Blöcke und wieder viermal die Stufen. Und zu guter Letzt mal hier hinter noch einmal zack unser Tiefenschiefer hin. Gut, jetzt fangen wir natürlich an, das Ganze auch hochzuziehen. Wir machen aber nicht alles. Und zwar hier vorne bei diesem grauen Bereich, das könnt ihr erstmal noch freilassen. Aber alles andere, was wir jetzt an Blöcken haben, machen wir auf eine Höhe von insgesamt 5 Blöcke. Bei unseren weißen Betonblöcke, das machen wir auf 6 Blöcke hoch. Aber das sage ich sowieso bestimmt noch 2-3 Mal. Aber hier können wir eigentlich auch nochmal den inneren Bereich ziehen. Also ziehen wir uns dann ja einfach, zack, nochmal nach vorne weg.
Dann lasst ihr euch hier an der besten einen Block Platz und dann machen wir hier, was hatte ich hier gesagt? 4 Blöcke. Am besten so einen Durchgang. Den könnt ihr euch auch noch verlegen. Das kommt dann darauf an, wie euch das dann später innen drin macht. Okay, gut, dann wollte ich nochmal sagen, also den äußeren Bereich, hier wo wir die Blöcke haben, machen wir auf 5 Blöcke an sich hoch. Ne, dass wir hier insgesamt 5 Blöcke haben, vom Boden aus. Und wo unser weißer Beton, den könnt ihr gerne um eine Reihe schon erhöhen, dass wir hier insgesamt 6 Blöcke haben. Gut, ich mache mir das wieder mal mit einem kurzen Schnitt und ziehe mir mal alles hoch. Beim Hochziehen sind mir noch 2 Sachen aufgefallen, die wir noch machen können. Zum einen, wir finden uns ja, sag ich mal, hier schön vorm Laden. Und zwar hier bei der einen Ecke. Haha, da hatte ich mit durch meine Vormarkierung mich ein bisschen durcheinander gebracht. Hier müssten wir nochmal in den Ecken unsere polierte Version einmal setzen, weil das sieht ein bisschen von innen schöner aus. Denn unsere Bruchstein-Version ist ja nur von außen sichtbar meistens. Gut, das war halt Nummer 1, was ich ändern wollte. Einmal hier, dass wir hier die polierte Version nehmen. Und dann fliegen wir nochmal hier vorne hin. Und zwar könnt ihr gerne schon auch hier, sage ich mal, unseren grauen Beton auf 5 Blöcke hochziehen. Da habe ich mich ein bisschen triggern lassen. Denn hier wollen wir ja, sage ich mal, das Aldi-Logo noch ein bisschen reinbauen. Dafür nehmen wir unseren weißen Beton und zwar hier gleich vorne an der Front. Machen wir einfach mal so ein ganz einfaches A einmal rein. So, also wirklich ein einfaches A. Und dann nehmt ihr mal kurz noch eine andere Blockfarbe und zwar am besten blauen Beton, den wir dahinter noch einmal ziehen. Auch wieder auf 5 Blöcke halt hoch. Oh, muss ich hier kurz einmal zumauern. Und dann nehme ich mir auch wieder meinen weißen Betonsand, weil den brauchen wir sowieso noch. Gut, dann nehmen wir mal unsere Bruchtiefenschiefer raus und können hier oben nochmal eine Stufenreihe hinsetzen. Jetzt machen wir an sich weiter mit Stufen und zwar nehmen wir jetzt die polierte Version. Und zwar macht ihr das, ja, könnt ihr von, ja, nur von außen einmal machen. Und zwar, dass wir das immer oben an unserem 5. Block einmal ransetzen. Bei unserer Vorderseite aber, wo wir natürlich den Haupteingang haben, wollen wir noch ein bisschen was, ja, erweitern, sage ich mal, noch unsere Fensterreihe. Und zwar, das machen wir aber nur von draußen, dass wir das jetzt hier noch eine weitere Stufenreihe machen. So dass wir hier insgesamt so einen Block haben. Das sind dann hier zwar halbe Blöcke, aber es sieht ja aus wie ein ganzer Block. So, das machen wir aber nur halt, wie gesagt, denn auf der Vorderseite. Die anderen Seiten, da macht ihr das nur unten und oben, dass wir hier die Stufen haben. Wir haben ja, sag ich mal, unten ja schon die Stufen gesetzt. Und da habe ich mich gerade wieder triggern lassen. Und zwar frage ich mich gerade, warum setze ich meine Stufen auf der Innenseite nicht? Ja, ganz klar, da wollen wir noch das Glas hereinsetzen. Das heißt, wir haben wieder zu viel gemacht. Naja, man kann ja nie sich beschweren, dass man zu viel macht, aber wir sollten auf der innenliegenden Seite das Ganze doch lieber freilassen, weil sonst können wir ja unsere Glasscheiben da gar nicht platzieren. Aber na gut, ist ja nicht so wild, das kriegen wir ja hin. So, ich mache das nochmal auf der Innenseite weg, denn jetzt können wir schon gleich mal unsere Glasscheiben hier verbauen, die wir jetzt auf der Innenseite einfach mal bis nach oben hinziehen. So, bei mir habe ich meine Glasscheiben jetzt einmal ringsherum gezogen, fliege nochmal hier, ups, zur Vorderseite bei der Tür. So, das machen wir oben natürlich hin. Und beim Eingang setze ich mir eigentlich das nur jetzt hier auf der Vorderseite. Also nicht auf der Innenseite. Ne? Das ist ganz klar. Gut, dann sind wir erstmal soweit wieder auch durch hier. Jetzt kommt wieder der nächste Schritt. Wir bleiben immer noch ein bisschen auf der innenliegenden Seite. Wir nehmen jetzt unsere polierten Sachen. Und zwar wollte ich die noch einmal über unsere Glasscheiben einmal lang ziehen. So, da können wir innen drin hier einmal so lang gehen. Wunderbar. Und hier vorne auch nochmal. Weiter machen wir dann jetzt erstmal mit unserem grauen Beton. Und zwar wollen wir jetzt draußen auf der oberen Seite jetzt hier überall was langziehen. Und zwar können wir jetzt hier einfach mal gucken. Wir müssen jetzt hier nicht großartig ziehen, sondern wir gucken hier einfach genau, dass unser Beton halt hier drauf liegt. Dann verbinden wir das hier einfach nach vorne. So. Wir machen das Ganze dann auch auf insgesamt 4 Blöcke hoch. Aber bevor ich mir das jetzt hochziehe, ziehe ich mir das einmal hier schon mal ringsrum. Zack, 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 zack. Einfach hier auf unsere Mauerreihe. Gut. Ja, wenn wir das denn, sag ich mal, hier so erstmal ringsrum gezogen haben, können wir das Ganze auf 4 Blöcke dann auch einmal erstmal hochziehen. Haben wir das denn hier einmal so weit hochgezogen, wollen wir auch den Innenbereich auf insgesamt 4 Blöcke machen. Also ihr zieht dann euch hier halt eine weitere Reihe lang, die halt dann auch so 1, 2, 3, 4 Blöcke umfasst. Sobald wir denn hier einmal ringsrum halt nochmal das Ganze dicker gemacht haben auf 4 Blöcke, fliege ich einmal auf die Vorderseite hier unten, denn hier haben wir natürlich noch ein Loch. Hier könnt ihr das Ganze jetzt einfach zumachen. So, dass wir hier das ja einfach mal mit der Wand dann hier noch so ein bisschen verbinden. Tja, dann macht ihr das hier oben einmal dicht. Habt ihr denn auch hier diese Decke einmal reingezogen, wollen wir nochmal einmal auf unser Dach fliegen. Und zwar müssen wir natürlich jetzt den mittleren Teil hier noch machen. Dafür nehmen wir jetzt einfach unseren hellgrauen Beton. Und den setzen wir dann einfach jetzt hier drunter. So, und können diese Fläche damit dann auch befüllen. So, meine Decke habe ich dann soweit erstmal fertig. Und dann sieht unser ID wie folgt erstmal aus. Ich fliege ja einmal noch mal kurz mit euch rum, dass wir uns die noch mal angucken können, so ein bisschen. Die Rückseite werden wir auch gleich noch mal bearbeiten. Da kommt noch ein bisschen was ran.
Aber damit wir natürlich den Eimer weiterbauen können, müssen wir uns erstmal von diesen Blöcken wie immer einmal trennen. Und dann geht es ganz einfach weiter mit ein bisschen gewachste Kupfertreppen. Dann holen wir uns noch einen ganz normalen Steinblock raus, Quarzstufen. Diesmal empfehle ich euch wirklich die, wo ihr auch, sage ich mal, so Muster habt. Glatte würde ich jetzt nicht unbedingt nehmen. Dann holen wir uns noch Tageslichtsensoren raus, polierte tiefen Schiefermauern. Davon dann nochmal den Block, dann eine Eisenfalltür und tiefen Schiefer-Ziegelmauer. Beginnen wir dann auch gleich erstmal mit unseren Mauern. Und zwar setze ich mir die vorne hier gleich auf der Ecke einmal hin. Das soll das Ganze hier so ein bisschen stützen. Dann nehmen wir unsere Eisenfalltüren, fliegen gleich schon mal in den Laden rein. Den Platz, also die Eisenfalltüren sind eigentlich hier dazu da, diese Glasscheiben noch einmal zu stützen, dass es ein bisschen besser aussieht. Dann befinden wir uns innen im Laden und das ist noch hier ein bisschen duster. Dafür gibt es ja auch mal eine Hilfe in Creative und zwar den Lichtblock. Ja, den benutzen wir. Andernfalls, wenn ihr den natürlich nicht haben solltet im Creative, falls ihr natürlich Überleben spielt, dann müsst ihr euch das Ganze mit Fackeln oder sowas ausleuchten. Aber wir nutzen den Lichtblock, von daher, zack, mache ich mir das hier ein bisschen hell. So, das reicht dann erstmal. Denn ich habe mir jetzt vorgestellt, dass wir jetzt hier im vorderen Bereich des Ladens uns erstmal natürlich eine Decke reinziehen. Einfach dann jetzt hier auf der 6. Ebene setzt ihr eure Stufen dann hier hin. Da macht sie jetzt dann auch jetzt bemerkbar, warum ich jetzt keine glatte genommen habe, weil das einfach besser aussieht hier für die Decke, wenn wir da noch so ein kleines Muster haben. Trotzdem bleibt es dabei, die Decke müssen wir zuziehen, ist natürlich immer ein bisschen Arbeit, aber das kriegen wir schon hin. So, meine Decke habe ich dann hier erstmal drin. Jetzt geht es natürlich weiter, das ist natürlich jetzt hier, sage ich mal, unsere Verkaufsfläche. Hier kommt man dann ins Lager rein. Jetzt sieht das natürlich noch ein bisschen doof aus hier, weil wir draußen hier unsere Werbung haben. Da kann man sich gerne auch so eine Trennmauer ziehen, ne, wenn ihr wollt. Ne, einfach zack, Mäuerchen hier rein. Und dann sieht das hier keiner mehr. Gut, denn hier wollen wir natürlich auch noch eine Decke reinmachen. Dafür nehmen wir jetzt einfach ganz normale Steinblöcke. Und dann würde ich sagen, noch über unseren weißen Beton hier, ziehen wir einmal die Decke komplett hier einmal rein. Und dann verteilen wir unsere Steinblöcke hier oben einmal so lang. Okay, dann habe ich mir hinten im Lager auch schon eine Decke reingezeichnet. Jetzt kommen wir natürlich noch einmal in, ja, zu unserem Hinterausgang. Hier mache ich mir einfach mal das Tor noch rein. Dafür nehme ich jetzt einfach meine Kupferblöcke. Oder meine Kupfertreppen eher gesagt. So, und dann drehe ich die mir einfach mal um und kann sie mir bis zum Boden hier einmal ziehen. Sehr schön. Gut, dann haben wir das hinten schon einmal zu. Ne, hier ist ja dann unsere Warenannahme, ne, dass dann hier unsere ganzen Lebensmittel geliefert werden können. Und dann kann man sich natürlich oben jetzt, sag ich mal, beim Dach auch noch ein bisschen was gestalten. Ich gebe euch mal eine Sache nur vor. Und zwar könnt ihr euch, wenn ihr wollt, gerne noch... Oh, ich zeige mir das mal an. Einfach noch so ein paar... Ja, was sagt man dazu? Jetzt ist mir der Name entfallen. Solaranlage, ne? Dass wir uns hier noch so ein paar... Ja, Solaranlagen drauf basteln können. Meine Güte. Vergesse ich schon, wie das heißt. So. Ganz einfach zu bauen. Ihr nehmt da einfach eure... Ja, polierten Blöcke. Nehmt in den Boden. An den Seiten machen wir Mauern hin. Habe ich jetzt hier nur auf eine Viererlänge. Man kann sich sowas auch immer noch erweitern. Aber na gut. Da kann man sich natürlich welche auf... noch platzieren und es geht natürlich auch, dass man sich noch Lüftungsanlagen oder sowas raufbauen kann. Habe ich hier mit Eisenblöcken und noch mal ein paar Steinstufen hier einfach mal ein bisschen dargestellt. Kann man natürlich auch noch Schienen nehmen, ne, um sich dann hier so eine Lüftung halt darzustellen oder auch noch hier so ein paar Eisenfalltüren. Gibt es natürlich auch noch eine kleinere Version, die man sich hier machen kann. Die könnt ihr euch natürlich oben drauf verteilen. Ne? Ein bisschen Solaranlage, Lüftungsanlage und fertig ist das Ganze. So, ich stelle mich hier einmal kurz rüber, wer sich, sag ich mal, so ein bisschen vielleicht das Maß übernehmen will, wenn es einem gefallen sollte. Aber ansonsten könnt ihr euch da oben das so bauen, wie ihr wollt, denn ich meine halt, ein Kunde, der guckt ja nicht aufs Dach, der kommt ja nur von vorne hin und ja, sieht halt nicht, was sich oben abspielt. Was der Kunde aber sieht, ist natürlich das Logo, das wollen wir uns einmal basteln, dafür einfach ein bisschen hellblauen Beton und Akazienholzstufen. Und zwar fliegen jetzt vorne in die Ecke ran, lassen hier vier Blöcke Platz, dann schlage ich mir hier vier weg, zweier Höhe. So, da setzen wir dann unsere hellblauen Blöcke einmal nach innen, unsere Stufen unten hin. Und dann müssen wir wieder auf Banners unser ID raufschreiben. Und wer dann wieder nicht weiß, wie man ID auf Banners sich schreibt, verlinke ich dir wie immer noch mal ein Tutorial, ne, das das ganze Alphabet erklärt. Ja, das Logo von unserem ID machen wir natürlich auf beiden Seiten hier einmal. Oh, ID. Wunderbar. Und dann sind wir eigentlich auch schon durch. So, ich mache meine Kiste weg. Und dann kommen wir natürlich jetzt nur noch zu einer Sache. Und zwar, wir schauen uns an, wie man sich sein ID innen drin natürlich gestalten kann. Weil so ist er noch ziemlich leer. Und hier will noch natürlich keiner einkaufen. Daher fliegen wir jetzt einmal rüber zum Original und dann gucken wir uns mal das Ganze an. Aber es gibt noch viele Sachen, die man sich draus machen kann. Also so an sich ist der Laden fertig, aber die Arbeit fängt ja gerade erst an. So, man kann sich natürlich draußen einen Parkplatz zeichnen. Die Größe deines Parkplatzes hängt dann natürlich darauf, oder kommt eher darauf an, wo du ihn dir natürlich platzieren willst. Ich habe mir das natürlich hier ein bisschen in der Stadt gemacht, von daher brauche ich jetzt nicht so einen allzu großen Parkplatz. Ne, aber trotzdem passt ja schon einiges hin.
Hier sind auch meine berühmten Treppenautos. Ja, wenn ihr euch die mal bauen wollt. Ich finde die einfach passend so als Deko. Tja, ansonsten draußen halt kann man sich auch an den Aldi natürlich einen Parkplatz so dran zeichnen. Vielleicht auch so eine kleine Sperrzone, dass da nicht einer parken darf, ne? Dass die Fläche halt vielleicht freigehalten werden soll für noch mal ein paar Pakete, wenn die Post was bringt. Gut, andernfalls fliegen wir einmal zack erstmal auf die Rückseite zu unserer Warenannahme. Und zwar, weil ja sich, sag ich mal, unser Tor auf der Bodenebene befindet, kann es natürlich ein bisschen schwierig sein für LKWs, die, sag ich mal, halt eine Klappe halt aushauen können, aber halt nicht bis zum Boden, uns dann die Ware zu geben. Von daher habe ich jetzt hier einfach mal so eine kleine Senke gemacht, dass man hier so ein bisschen runterfahren kann, so eine schräge, dass wir dann hier so ganz einfach die Ware nehmen können. Ist eigentlich ganz einfach hier. Ich habe das hier auf eine 2er Tiefe gemacht, immer auf eine 7er Länge hier immer die Strecke. Das macht man hier zweimal und dann hier oben habe ich jetzt zum Aldi noch so eine 4er Fläche, kann man sagen, gemacht. Wo dann das dann halt so schön runter geht. So, sonst auf der Rückseite, wo wir, sage ich mal, ja so eine lange Fläche haben, wo ja nichts ist, keine Fenster, gar nichts, habe ich jetzt einfach mal hier ein paar Paletten hier hinten noch dargestellt. Vielleicht Mülltonnen kann man sich ja basteln. Und natürlich, weil man weiß ja, dass die Lebensmittelketten ja immer ihre Mülltonnen noch abschließen, dass da keiner sich da was klaut, habe ich hier auch noch einen Zaun mir einfach gezogen. Könnte man auch theoretisch als Tor nehmen, wenn man möchte, ne? Dann kannst du ja aufmachen. Kann man ja sehen, wie man will. Jo, dann wollen wir natürlich gleich einmal reingehen in unseren schönen Aldi. Da, ach nee, halt, bevor wir reingehen, schauen wir nochmal an der Seite hier. Denn ich habe mit dem Blitzstäben, ich finde das ganz passend, mir hier diese Einkaufswagen gemacht, hier, wo man die ja immer reinstellt. Finde ich ganz toll, wenn man die so nebeneinander stellt, kann man das zur Abgrenzung einfach dazu nehmen. Sonst habe ich auch noch hier vorne mir noch so einen Fahrradständer gemacht. Manche kommen ja vielleicht auch mit Fahrrad her und müssen sich ja auch irgendwo anschließen können. Von daher habe ich mir das hier vorne gemacht. Finde ich ganz passend. Bei unseren Aldi ist das auch so. Gleich hinter den Einkaufswagen kannst du hier die Fahrräder anschließen. Kann man sich natürlich auch woanders hinstellen, wenn man will, ne? Aber ich finde das ganz gut. Gut, dann nehmen wir uns einen Wagen. Zack. Und dann wollen wir mal ein bisschen einkaufen. Ich habe mir auch noch, sag ich mal, hier bei der Fläche hier vorne auch noch ein paar Lampen eingebaut. Finde ich auch nicht mal so schlecht, weil dann ist das hier auch draußen auch ein bisschen beleuchtet. So, dann gehen wir hier einmal rein in unseren schönen Laden. Wir kennen es, ne? Man kommt ja hier hin. Zack, dann kann man reingehen. Ich habe jetzt einfach Regale genommen. Einfach mit ein paar Treppen. Ich habe das hier so ein bisschen dargestellt, ne, ein paar Bücherregale immer noch dazwischen, dass da hier so ein bisschen die Ware ist. Ihr könnt euch innen drin das natürlich so gestalten, wie ihr wollt. Bei mir habe ich jetzt einfach mal gedacht, so zwei Kassen, das reicht schon völlig aus. Und der Rest ist einfach genau hier halt Regalfläche, ne, dass wir hier was haben. Hier soll so ein bisschen die Tiefkühlabteilung sein, ne, dass man sich hier was ja, rausnehmen kann. Weiß ich, Käse, Milch, ne, ist alles hier. Und sonst ein paar Regale, hier vielleicht noch ein paar Sonderangebote, ne. Kennt man ja bei Aldi, hier gibt es immer die schönen Sachen. Und dann haben wir auch natürlich die Kasse. Ich habe mal geguckt, wie ich mir so eine Kasse machen will. Ich finde die eigentlich ganz passend und auch eigentlich sehr realistisch. Wir kennen es, hier ist das Band, ne, wo man seine Lebensmittel draufpackt. Hier haben wir schon eine Tüte zum Einpacken. Hier sitzt natürlich die Kassiererin, hat ihre Kasse hier und alles. Jo, ansonsten ist natürlich auch bei der Kasse noch, auch noch ein bisschen was, was man sich hier mitnehmen kann. Ne? Kaugummi, Zigaretten, Pipapo, alles mögliche, was halt da noch ein bisschen hängt. Ne? So ein Tünnef, meistens auch ein bisschen halt noch Süßkram, ne? Was man sich von einer Kasse auch noch mitnehmen kann. Dann habe ich jetzt hier vorne noch in dem Bereich jetzt keine Verkaufsfläche. Hier kann man eigentlich sein Pfand abgeben, so ein kleiner Pfandautomat. Ja, ist ja auch immer was, was ja überall ist. Und dann haben wir auch noch hier Müll, Glas, Plastik, Papier, was man dann auch noch hier wegwerfen kann, weil jetzt man sich hier irgendwas zu essen gleich kauft und das auspackt, ne, kann man hier das auch entsorgen. Ja, das wäre dann meine Verkaufsfläche, die man sich dann hier so ein bisschen machen kann. Ihr könnt euch das ja verschieben, ne, wie ihr wollt. Gut, dann sind wir vorne erstmal durch. Kommen wir dann einmal zum Lager, was man sich hinten noch machen kann. Zum Beispiel habe ich mir jetzt hier natürlich so gemacht, als ob das so ein kleines Tor ist, dass man ja auf und zufahren kann. Dann haben wir jetzt im Lager natürlich jetzt hier ja, mehrere Regale, ne, wo wir natürlich alles vorrätig haben, wenn vorne irgendwas leer sein sollte. Regale ganz einfach, sich hier zu basteln mit Mauern und ein paar Stufen hier. Und dann könnt ihr euch da natürlich Blöcke aller Art drauf packen, wie ihr meint, was hier jetzt eure Ware sein soll. Ich habe mir da auch diese normalen Paletten mal überlegt für Minecraft. Einfach mit Treppen und einer Stufe. Zack, hast du eine Palette. Dann kannst du auch drauf packen, was du willst. Und dann verteilt man sich das hier so ein bisschen. Ich habe jetzt auch hinten jetzt, wir hatten ja, sag ich mal, hier schon geguckt, ne, dass es ja, sag ich mal, hier diese Schräge ist. Habe ich mir gemacht, dass das Tor natürlich offen ist. Kann ja sein, dass vielleicht gerade Ware kam. Und dann habe ich mir einfach hier jetzt so gemacht, dass das Tor auch so halt aufgehen kann, so ein bisschen realistisch. Ja, einfach hier so eine kleine, ja, Schiene, so eine Laufbahn hier gemacht. Verbunden natürlich mit der Decke. Um es natürlich auch realistisch zu halten, sollte man vielleicht sich auch Knöpfe überall platzieren, ne, dass man das auch sieht, dass man es aufmachen kann. Wir schauen uns dann auch nochmal vorne an der Ecke hier mein Aldi-Schild an, was ich mir hier gemacht habe. Unten halt einfach drei Blöcke, dann kommen die Mauern und dann zack, einfach mal das schöne A im Aldi-Format. Wenn ihr natürlich andere Farben nehmen solltet für euer Aldi, dann würde ich das auch sagen, könnt ihr so gleich denn da die Schrift ändern.
Ne, ihr könnt ja da auch die Farben ändern. Wenn ihr nicht meint, es soll blau sein, soll rot sein, ne, dann ändert das einfach. Wir sind wieder am Ende des Videos angelangt. Jetzt steht natürlich unser ID. Das heißt, du kannst dir deinen Einkaufswagen schnappen und deine Einkaufsliste abarbeiten. Wenn dir das Video wie immer natürlich gefallen hat, findest du oben in der Infobox noch weitere Videos. Sonst abonniere noch gerne den Kanal, bleibst du mal auf dem laufenden Stand. Dann bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen, wünsche natürlich noch einen schönen Tag, kaufe ein, was das Zeug hält, und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haut's rein und ciao.